Im Herzen können unterschiedliche Anteile des Herzens erkrankt sein. Dies kann sein, dass durch Druckänderung die Vorkammer sich ausdehnt und dadurch Vorhofflimmern begünstigt wird. Dies kann aber auch bedingt sein durch Erkrankungen der Herzklappen, wie zum Beispiel Undichtheit der großen Hauptklappe, der Mitralklappe, oder eben eine Engstelle der Hauptschlagaderklappe, die dann zu solchen Druckveränderungen führen, die Vorhofflimmern auslösen können. Erkrankungen wie zum Beispiel ein abgelaufener Herzinfarkt können dazu führen, dass gesunde Anteile des Herzens kompensatorisch Aktivität übernehmen muss, und diese kleine Überlastung des Vorhofs kann dann auch Vorhofflimmern auslösen. Das Risiko, an Vorhofflimmern zu erkranken, steigt mit der Anzahl der Erkrankungen, die das Herz betreffen, wie zum Beispiel Klappenundichtheiten oder Klappenengstellen, aber eben auch ein Zustand nach Herzinfarkt oder das Vorliegen einer Herzschwäche mit begleitender Überdehnung des Vorhofs.